Und ansonsten, ja, für mich ist es quasi das Ende vom Video, für euch ist der Start. Ich habe mal, ja, bisschen behind-the-scenes-mäßig euch in der Woche mitgenommen, was so passiert hinter den fertigen Videos, in den fertigen Streams. Beispielwoche war jetzt diese mit dem Spiel zu Arminia Bielefeld. Und da beginnt auch direkt der Anfang hier mit der Aufnahme mit dem guten Arminentuber. Dann ist die Aufnahme durch. Jeder hat bei sich über OBS aufgenommen und wir haben währenddessen über Skype noch einen Call angemacht gehabt. Also die beiden Sachen parallel, haben uns dann gegenseitig über WeTransfer unsere beiden Videodateien zugeschickt. Und dann bin ich quasi in dem Ordner, wo ich quasi die aktuellsten Sachen drin habe, wo jetzt halt nur noch Bielefeld vorgeplant ist, ne? Mit Gasttalk, Vorbericht, News-Podcast, wie es halt in der Reihenfolge läuft, ne? Und an welchem Tag es normalerweise kommt. Haben wir hier die Dateien drin. Hier in dem Ding sind die, ja, einfach die Quellen drin, ne? Seine Datei für mich ist da, das hier ist meine für seine und das hier ist quasi die. Und die sind ganz wichtig dann für meinen Teil vom Vorbericht. So, die Dateien sind einfach reingezogen, ganz simpel. Die beiden Dateien hier am Start. Und dann gehen wir nämlich fürs Layout, da ist nämlich alles immer vorgeplant schon. Ja, einfach Vorlagen schon am Start. In den großen AFM-Ordner, sage ich jetzt mal. Das heißt, hier ist dann Vorberichte mit Kollegen, ganz genau. Und da haben wir Thumbnail und das Layout, was ich jetzt eben erstmal brauche. Wo wir dann eben anpassen können für dieses Video farblich und vom Namen und so weiter und so fort. So sieht das Ding noch aus vom Vorbericht mit dem guten Niklas zum Bayern-Spiel. Also das ist tatsächlich jetzt nicht so wirklich die wahre Kunst irgendwie, das ist nicht so der krasse Aufwand. Einfach auf Synchronität gucken und dass irgendwie die Tonspuren ähnlich laut sind. Layout liegt ja drüber, haben wir ja vorhin schon entfernt den Greenscreen. Und jetzt muss es dann noch ans Thumbnail ran. Hier wird auch gleich ersetzt durch natürlich VfB und dann die Arminia. Und dann suche ich immer noch so irgendwie so einen sympathischen Gesichtsausdruck aus dem Video raus. Meistens ein Lächeln und dann eben derselbe Titel, wie wir ihn ja auch dann hier oben schon drin haben, kommen dann da noch rein und dann machen wir das Thumbnail. Das Thumbnail ist gemacht und dann ziehen wir das hier auch nochmal rein in die zwei Vorlagen, die wir hier haben, in AFM Social Media Layouts. Ziehen wir Dingen rein, kommt in die Vorlagen rein, damit es auch auf Instagram und in der Instagram Story gescheit aussieht. So, dann sind wir auch schon soweit, den Spaß hochzuladen. Haben wir zwei YouTube-Tabs auf, seht ihr gleich warum. Haben das hier am Dienstagabend aufgenommen. Mittwochabend wird es hochgeladen, gemeinsam ist abgesprochen. Wann? So abends, 18 Uhr rum. Zack, rein damit, dann darf das fröhlich aufladen. Und es wird ja gleich auf Spotify hochgeladen. Das läuft bei mir über Anchor, quasi über Fremdhosting quasi. Wird da auch nochmal reingeballert. Auch einfach als Video. Wird einfach von denen automatisch das Audio rausgeschnitten. Damit ist es auch ganz easy. Und wie gesagt, zweiter Tab ist offen, weil ich hier meine Playlisten habe. Wo sind wir hier? Vorbericht. Dann kann ich in den letzten Vorbericht gehen, den wir auch in dem Stile hatten. Hier nämlich Werder Bremen, Real Nico. Gehen da rein. Und dann kann ich hier quasi hin und her kopieren, Titel und so weiter, kann ich dann hin und her kopieren und ändern quasi so mit dem, was jetzt reingehört. Das passiert dann, das hier lädt auch hoch, da kommt dann quasi, ne, genau das gleiche, was hier immer steht. Bei dem Beispiel kommen gerade die ersten zwei Zeilen, was auch auf Instagram immer zu sehen ist, auf Twitter und so weiter, Teaser-Text quasi, kommt auch auf Spotify rein, genauso wie der Titel. Recht unnötig eigentlich, aber ich nummeriere quasi immer, das heißt, da muss ich merken, gut, das Ding ist jetzt dann die Nummer 74. Das Programm hier, Later, ist dann für, machen wir mal kleiner, für den Instagram-Post. Da kann man nicht den Instagram-Post planen, wann er hochgehen soll, weil man es über Instagram selber nicht tun kann. Die geben die Funktion nicht. Twitter tut das mittlerweile. Das heißt, ich plane auch über Twitter direkt. Hier über den Button kann man seine Beiträge planen, wann sie hochgeladen werden sollen. Genau, dann muss nur noch, ja, hochgeladen werden. Jetzt ist das Video geplant endlich. Alles ausgefüllt, wie es damals war, wenn man irgendwann die Vorlage quasi hat oder irgendwann den Ablauf hat. Es ist gefühlt nur noch Copy-Paste und Ändern halt, ne? Titel und so weiter stehen fest. Die Videotags stehen fest. Und dann, wie gesagt, kommt der Titel auch hier bei Spotify rein. Zack. Die ersten zwei Dinger, wie auch bei, oder ähnlich wie bei Instagram und so weiter, kommen hier rein. Und die 74. Das heißt, das kann weg. So. Und dann kann man hier nochmal das richtige Bild dazu reinpacken, nämlich den Vorbericht,
rein damit, save und es ist fertig, kann man dann publishen. Und was natürlich auch häufiger passiert, wie es hier in diesem Fall passiert, man sieht schon, YouTube spackt rum, Talk mit der, ich will ihn ja gescheit verlinken, den Kollegen. Seitdem es geht bei YouTube, kann man es auch ganz cool verlinken. Zack, und dann hat YouTube gerade mal keinen Bock drauf. Wieder ein Speichern des Videos, bla bla bla. Also, wenn wir nochmal neu versuchen müssen, hoffentlich klappt es irgendwann. Das gibt es natürlich auch bei YouTube. Wo es auch immer noch geplant wird, dann für die richtige Uhrzeit, ist hier beim Beitrag erstellen. Community-Beitrag. Wenn ein sein Video hochgeladen ist, kann ich das hier auch nochmal im Community-Tab reinpacken. Aber kann ich natürlich so noch nicht planen. Logisch. Auf 18 Uhr ist geplant, also haben wir es auf 18 Uhr auch hier hin. Guck, hier geht's auf einmal mit dem gescheiten Verlinken im Titel nicht. Man kennt ihn. Publishen wir jetzt auch einfach mal für morgen. Schon mal auf 5 oder so, weil Spotify ja manchmal ein bisschen länger braucht, das gescheit zu aktualisieren und hochzuladen. Und das ist das nächste. Instagram ist für abends geplant. Wir gehen auf 6 Uhr, also auf kurz nach 6. 6 Uhr 3. Schnappen uns hier Link und so weiter und Hashtags schnappen wir uns raus. Rein damit, zack. Location Stuttgart. Zack. Und genau das gleiche auch hier auf Twitter natürlich. Rein damit. Boah, perfekt. Ist sogar zu lang. Chillig, chillig, chillig. Müssen wir ein paar Hashtags rausmachen oder so. Nehmen wir das Klassenhalt-Ding da raus. Es geht ja jetzt um den 19. Wir wollen es um 18.03 Uhr geplant haben. Bestätigen. So, ist geplant. Und zack. Passmonitorisierung ist auch drin. Keine Einschränkungen. Schön. Ist geplant. Um 18 Uhr. Läuft. Und was ich auch, was halt seit kurzem, was seit einer Zeit lang mache, ist mir quasi selber vorzuführen und vorzuzeigen, wie lange brauche ich für meinen Stuff, ne? Die YouTube-Stunden, kann hier mal ein bisschen durchgucken. Bin ja da transparent doof gesagt, da habe ich angefangen in der Case die Woche zum Schalke spielen, 25 Stunden, 20 und dann natürlich in dieser Phase, wo ist es? Mit den, hier, die Phase, wo es dann mit Leipzig, Union, Dortmund, diese Phase, wo wir jeden Tag ein Video hatten, wo jetzt zum Beispiel die eine Woche hier vom 19.04. bis 26.04. haben wir 32 Stunden in der Woche. Ja, und jetzt haben wir hier mal das erste eingetragen für das. Wir haben jetzt mal so ein kleines Logo gemacht, weil wir am Samstag dann 5 Jahre AFM feiern. Das heißt aber für mich auch, zack, das ist auch noch alles vorgeplant, deswegen kann ich es einfach so schnell machen. Aber natürlich, zack, zack, das Bild muss wenigstens von der Quelle da irgendwie rein. So, drin ist der Spaß. Oh, wie schön das Dokument hier, das Dokument, die Photoshop-Datei hier aussieht. Snacken wir uns mal. Das Logo sieht schon ganz lustig aus. So, keine Ahnung. Ist, glaube ich, in Ordnung. Zack, rein damit. Ganz schön groß gewordene Dinge. Vielleicht setzen wir es einfach tatsächlich hier hoch zu meinem YouTube-Zeug. Passt ja. So provisorisch mal hier hin. Finde ich ganz chillig so. Jetzt sollten wir es auf jeden Fall erkennen, wenn man es im Vollbild hat später. So, jetzt ist ja das Video schon hochgeladen, wir haben 18.04 Uhr und ihr seht es hier oben schon, wir haben einen Wecker, damit ich weiß, dass ich den Spaß auch auf Instagram und so weiter verbreite, was wir jetzt machen. Ich habe mir das Bild im Vorhinein geschickt per Mail runtergeladen, ne? Das heißt, wir können direkt in Instagram reinhauen, die Story. So, drin ist der Spaß und da dann halt immer die Hashtags rein, die halt aktuell fürs Spiel sind, ne? Stories und so kannst du halt nicht vorbleiben, sondern kann man schon machen über Programme, aber das kostet halt Geld. Und das mache ich nicht. Was natürlich kostenpflichtig ist, sind so Geschichten wie Schnittprogramm und so weiter. Ne? Die Adobe Suite, die kostet natürlich monatlich. Fügen wir es noch in das Story-Highlight rein, wenn es gepostet ist. Zack. Mittlerweile YouTube 2, da ist das Video online, wird auch nochmal geteilt in WhatsApp. Was dann auch noch passiert natürlich bei dem Video ist jetzt, bei Vorbericht, Nachberichten, Schieß mich tot, ist dann die Geschichte mit Spotify, das ist ja auch hochgeladen. Verbreitet wird es zudem ja auch noch auf Twitter und dann noch bei Instagram in der Story. Da auch die Hashtags rein und dann darf der Spaß weg. Das letzte Schritt Instagram, auch über Story, was manchmal hängt, aber jetzt aktuell zum Glück wieder funktioniert, die direkte Verlinkung. Das war ja dann da oben, wenn es gleich aufgerufen wird, oben neben dem Namen quasi direkt draufdrücken kann. Oh, okay, guck. Ein neues Layout sah letzten Mal auch anders aus. Das ist bei Instagram ein bisschen wild. Dann nehmen wir natürlich auch mit. Zack. Hashtags müssen ja auch rein. Natürlich ein bisschen weniger Platz dafür. Aber rein kommen sie. So, jetzt ist, glaube ich, in Ordnung. Und dann kann die Story auch noch raus. Und die dann natürlich auch, wenn es fertig ist, in das Story-Highlight dazu, zum Spotify-Story-Highlight. Zack. Und das wäre es auch. Und eine App, die auch so ein bisschen, ja, ein bisschen Fluch und Segen ist, sage ich jetzt mal, ist die YouTube Studio-App. Wenn man einfach da, ja, immer wieder gucken kann. Wer geschrieben hat, wie jetzt hier zum Beispiel das Video für Video, wie es sich macht, macht sich sehr gut. Man sieht den typischen Aufruf 150 bis 300, 439, das performt sehr, sehr gut. Sehr, sehr gutes Ding da bisher. Seht ihr hier die genaue Anzahl, ne? Ihr seht es nur auf 10er gerundet, hier seht die genaue Anzahl. Wir haben auch geguckt, ne? Geschätzter Umsatz, bla bla bla, letzten 28 Tagen und hier und da. Den kann man da auch ein paar Mal zu oft reingucken, blöd gesagt, aber natürlich eine geile Möglichkeit. Natürlich auch der Platz dann, wo
hier zack, zack, die ganzen Herzen immer reingeschaut werden. Viele Kommentare auch von letzten Geschichten, auch vom Community-Tab hier zum Beispiel mit dem Man-of-the-Match-Geschichten. Sehr geiles Ding und auch nochmal hier Video, läuft top. Sehr schönes Ding. Ich habe jetzt auch tatsächlich mittlerweile so gefühlt für alles irgendwie Dokumente angelegt mal. Und da ist jetzt halt auch der Upload-Plan und so. Weiß nicht, wie viel ich da jetzt noch mit reinpacke ins Video. Wahrscheinlich auch so schon lang genug. Es ändert sich halt nicht mehr großartig. Ne? Du hast das Posting auf YouTube, auf Instagram, Twitter und dann halt manchmal noch auch auf Spotify. Haben jetzt hier noch minimal was geändert am Skript, nachdem die PK heute noch mit reinkam. So sieht es dann aus. Haben noch den anderen Stuff dabei, den wir brauchen. Laptop, Mikrofon und so weiter. Und dann wird das Ding aufgebaut. Hier in der Ecke steht ja das ganze Zeug für Greenscreen. Wir brauchen jetzt natürlich erstmal nur Stativ und nur quasi die Softbox hier drüben. Und dann das, was ihr kennt, hier zum Beispiel das hier. Da rutscht das Wappen runter, kleben wir noch gleich nochmal hoch. Das hier haben wir da und auch das hier wird dann quasi, ja, für die kurze Zeit eben umgestellt, ne, wir kommen dann da hinten in den Bereich rein, wo es sonst immer steht. Ja, dann bauen wir den Spaß mal auf. Also war dann quasi aus meiner Sicht das Ding im Hintergrund. Immer wieder, ne, fürs Thumbnail muss irgendwas dazu. Diesmal habe ich das Conference League Ding ausgedruckt. Mal gucken, ob es gescheit hält, ob es gescheit aussieht im Thumbnail. Ich hoffe mal. Und dann, weil hier natürlich kein PC steht, ist ja Laptop. Und wo ich dann später die Dateien einfach mir per WeTransfer, whatever, rüberschicke, damit ich es mir auf dem PC runterladen kann. Und dann vor mir hängt hier quasi auf, ja, steht sogar hier. So auf ein bisschen Abstand steht es, aber ist dann eingeklemmt quasi in Stativ das Papier. Meine Infos. Da steht eigentlich die Kamera drauf, die ich jetzt in der Hand habe. Das Ding haben wir vor mir. So, zack. Kann man eigentlich auch noch ein bisschen senken dann, wenn die Kamera kommt, oben drauf ist. Genau, und so sieht dann das Setup von dem Dingen aus. Und dann kann man aufnehmen. Dann habe ich die Dateien und die Audiodateien und so weiter, habe ich alle rübergezogen auf dem PC. Liegen jetzt alle da. Hier gibt es natürlich auch einen Vorlagenordner für die VfB-Vorberichte. Das heißt, die Geschichten wie die Kategorien und sowas sind immer da. Auch das Thumbnail hat eine Vorlage, wo dann einfach nur später eingesetzt wird, da die richtigen Wappen und das richtige Thumbnail-Bild und so weiter. Und hier ziehen wir dann die Dateien erstmal rein. So, hab mal ein bisschen aufgesplittet, weil jetzt eben auch die Audiodateien da reinkommen, damit wir das gleich synchronisieren können, den ganzen Spaß. Und dann, das hat dann Premiere ganz nett, dass man es einfach direkt selber finden lassen kann, dass es richtig synchronisiert ist. Man muss nicht irgendwie jedes Mal klatschen, dann nach einem Ausschlag suchen und so weiter, einfach synchronisieren. So die beiden Dinger und hier sieht man schon, hat verschoben, schiebt die Dateien dann zusammen. Das machen wir auch bei jeder Kategorie quasi. Ich nehme es immer einzeln auf und dann Aufnahme gestoppt, nächste Aufnahme angemacht. Das heißt, hier sind alles Einzelbereiche, die einzelnen Kategorien. Und dann kann man da ein bisschen hin und her schneiden und dann später einfach die Datei, nicht so geile Tondatei von der Kamera, die eigentliche Mikrofondatei ersetzen. Fertig ist, also noch nicht ganz fertig, ne, aber die Synchronisierung und so weiter ist fertig. Das heißt, wir können hier die ganzen Dateien mal von ihrer Audiospur trennen, weg damit, dann können wir das ganze Zeug hoch und dann die beiden wieder verbinden. Zack, zack, das alles passt. Und was wir dann noch machen, wenn wir damit durch sind, ist dann auch wieder alle Audiospuren halt von der Tonstärke, von der Lautstärke quasi anzupassen. Also alle gehen immer auf so minus 1 oder so, das ist das Normale. Alle gleich einen ähnlichen Ausschlag haben, ähnlich laut sind, das ist nicht krass variiert. Und dann ja, kannst du anfangen mit dem ganzen Geschneide, was noch interessant ist, hier am Anfang, man sieht es, die Anfangssequenz ist quasi nur für mich. Das ist eigentlich ein schönes Thumbnail direkt schon für Thumbnail. Ab hier beginnt es eigentlich erst richtig mit Begrüßung und so weiter und dem Video. Und was ich auch noch mache, ist natürlich hier meine ganzen Tabs durchgehen, die ich habe als Quellen, bei jedem Ding zu gucken, was ich brauche. Zum Beispiel die Tabelle schneide ich ja komplett aus. Zack, nehme die ganze Tabelle mit. Und das gehe ich dann die Webseiten durch, was ich an Bildern und sowas brauche und speichere mir das dann auch wieder ab.
So, das Video ist fertig. Ja, Kategorien sind da, die Bilder sind drin. Da ist jetzt nichts irgendwie Faszinierendes mit passiert. Also halt mal angepasst von der Größe und einen Schatteneffekt draufgelegt. Anfang, Ende mit Outro und so weiter. Und das, was natürlich in Vorbericht, Nachbericht und so weiter immer drin ist, auch in Stream Highlights, ist eben dieser kurze Anfang. Ne? Kurzer Anfang zum Teaser und zack, Intro und dann geht's erst los. Das Ding ist fertig, wird exportiert und dann, das werde ich jetzt nicht wieder kommentieren, letzten Mal eben auch hochgeladen, wie jetzt auch das Video mit dem Armenien-Tuber, was dann eben auf YouTube ging und auf Spotify ging und dann eben auf die ganzen anderen Plattformen auch über ihre Wege, wie ich es ja schon gezeigt habe. Und dann noch was quasi doof, ich sage in eigener Sache, solltet ihr mir spenden wollen, was es hier bisher auch schon ein paar Mal passiert ist, vielen, vielen Dank nochmal, auf einmal an die hier, aber eben an der hier muss ich kurz das Beispiel bringen, an dem dicken 50-Euro-Ding per Superchat, weil wenn man in die Analytics reinguckt, wir gehen in den Umsatz rein, wir schauen uns den Transaktionsumsatz an und ihr seht, wir sollten eigentlich irgendwie bei 55 Euro sein oder so, oder insgesamt so etwa von diesen drei Superchat Spenden. Davon ankommen, tun bei mir 32,39 Euro. Da geht tatsächlich über den Superchat extrem viel, ich weiß nicht was da alles, aber extrem viel an Gebühren und schieß mich tot an YouTube. Das sieht bei Tippy Streamers, ja auch verlinkt ist, dann anders aus. Also wenn ihr mir spenden wollt, dann tut das bitte über Tippy Streamers, ist glaube ich dann für beide besser. Also erstens kommt bei mir dann der große, große, große Hauptteil vom Geld an und auch für euch, ihr spendet ja mir, blöd gesagt, und ihr wollt nicht, dass von 50 Euro jetzt irgendwie 20 Euro oder sowas in irgendwelche Google-Gebühren oder sonst was reinfließen. Das ist ja Quatsch, deswegen macht das da, weil da hatte ich ja zum Beispiel auch eine 10 Euro Donation und davon habe ich irgendwie 9,50 Euro bekommen. Also da geht wirklich sehr, sehr wenig weg an Tippy-Stream. Hier ist es wirklich, wirklich, wirklich recht viel. Deswegen nur hier noch am Rande die Info. Jetzt ist dann noch Gaming-Stream angesagt am Donnerstagabend. Hier wird mal ein paar Sachen hingelegt, die natürlich noch hin aufgebaut werden. Also das Stativ und die kleine Kamera für die Hintertourkamera, sage ich mal. Auch hier wieder die Softbox dabei. Das steht natürlich normalerweise am Sofa, hab's mir hergebracht. Bei den Stative, das Zeug und der Greenscreen gleich aufgebaut wird. Sondern beim Setup, Mikrofon ist schon aufgebaut. Stream ist auch schon quasi so weit eingerichtet in dem Sinne, also OBS. Und dann haben wir hier oben den Stream und daneben noch das Dashboard. Und das war's dann eigentlich auch schon, was das angeht. Natürlich noch den Discord offen, aber sonst war es es eigentlich auch wirklich schon. Also da ist nicht so viel. Der linke Bildschirm ist halt voll mit dem Stuff, der rechte dann voll mit dem, was wir halt zocken. Webcam ist da und dann würde ich sagen, bauen wir den Spaß mal auf. Jetzt steht auch hier die Cam. Wir sind fertig. Hinter mir der Greenscreen. Ne? Ihr habt ja gesehen, wie es aussieht. Hier das Ding. Ihr kennt es ja eh sowieso noch so ein bisschen aus dem Stream, wie es hier aussieht. Mikrofon vor mir, meine Sicht, meine Bildschirme. Die zweite Cam ist drin. Hier die Maincam. Ne? Wisst ihr, wie es aussieht? Ihr wisst auch, wie es hier mit dem Greenscreen unten aussieht. Streamschlüssel ist schon kopiert und so weiter und so fort. Also müsste man nur noch starten. Haben noch 10 Minuten Zeit. Also in Sachen Podcast, der freitags ansteht, Stream-Ankündigung haben wir schon rausgehauen, der am Freitag kommt, meistens morgens, jetzt wird es mal ein bisschen eher abends, ist halt was zu tun noch, sonst drumherum, ne, ist ja nicht mein Job, YouTube so, ist ja mein Hobby nebenher und da habe ich mir eine eigene WhatsApp-Gruppe angelegt, wo nur ich drin bin und da schicke ich mir dann halt über die Woche immer die ganzen News hin, die Twitter-Geschichten und so weiter, knall mir den ganzen Scheiß jetzt alle in die Tabs rein, knall die alle rein und dann sortiere ich die aus nach den interessantesten News. Die News sind soweit durch, rausgesucht, welche ich nehmen will. Vielleicht fallen noch ein paar weg, wenn ich jetzt weitermache, noch mit raussortieren. Aber was mir auch zu Herzen nehmen, immer wieder Feedback und was ja auch Sinn macht, hier gucke ich jetzt mal, dass ich das ein bisschen sortierter mache. Mal gucken, wie lange das jetzt dauert und wie ich das genau mache mit den ganzen Tabs, aber versuche jetzt mal ein bisschen zu sortieren. Das ist auch immer so ein bisschen so, ja, sehe ich, wie viele News drin sind und was noch raus muss. Also eine Seite, ein bisschen mehr als eine Seite an News ist okay. Orientierung für mich, damit ich nicht zu viel News mache, ist auch ganz gut. Eine eigene Limitierung quasi für mich, weil wenn es jetzt eben in die Richtung von anderthalb und zwei Seiten geht, sprengt das meine Videobeschreibung, wo ich ja alle News immer verlinke. Das heißt, hier muss noch einiges raus, aber ich sortiere es jetzt sowieso erstmalig mal nach quasi so ein bisschen kategorienmäßig und dann fällt das sowieso automatisch auf, okay gut, so interessant ist das nicht und dann fällt ja auch noch raus die News.
So, jetzt ist es mal so ein bisschen sortiert hier nach ein paar News für mich hier, immer mit so ein paar Zwischenschritten kategorisiert. Ja, jetzt geht es eigentlich nur noch darum, dann das Ding aufzunehmen. Ne? Also ich habe hier Bildschirm vor mir und gehe die News durch. Und danach gehe ich, wie bei Vorbericht, Nachbericht auch, die ganzen Dinger durch und gucke, wo kann ich denn hier Screenshots machen, Bildschirmaufnahmen machen, die ich dann ja auf mein Bild drauf packe, auf Thumbnail und auf das Bild, was man bei YouTube noch sieht. Viel Schnitt ist ja nicht, ist eigentlich roh aufgenommen, Anfang, Ende weg. Und das wird dann später auch als Video gemacht, exportiert und dann wieder Vorbericht und so weiter auf Spotify rausgejagt und auf YouTube rausgejagt. Die ähnlichen Schritte, ähnlichen Wege, wo ich was wie plane und hochlade. Und dann ist der Podcast auch gemacht für den Freitag. Und genauso wie es natürlich hier, wie aus den Kommentaren kam er da raus, macht das mal ein bisschen kategorisierter, nehme ich mir natürlich zu Herzen. Gibt es natürlich hier auch noch weitere Änderungen. Generell, auch im Sinn von diesem Video, wenn ich so behind-the-scenes-mäßig zeige, vielleicht findet ihr ja Stellen, wo ihr sagt, hey, warum machst du das? Da gibt es viel einfache Wege, viel schnellere Wege. Mach doch mal so oder ändere mal das und das. Deswegen da auch gerne eure Ideen, eure Meinungen, Feedback in den Kommentaren lassen. Stimmt das noch fast vergessen? Weil die meisten Sachen, die ich im Bildschirmaufnahme mache, spreche ich meinen Ton direkt parallel in OBS ein, damit ich eigentlich noch mehr synchronisiere. Muss, ne? Nur Audio quasi für nur die Podcasts, genauso wie auch die Einzeltonspuren, die ich ja auch habe bei Vorbericht und Nachbericht, die ich ja über dem Laptop aufnehme und das andere der Kameraton, das Kamerabild, ne? Läuft über Audacity, auch kostenfreies Programm. Ich hätte auch Audition von Adobe, aber keine Ahnung. Check the mic and make sure it sound right, boys. So, der Matchday natürlich. Der Spieltag ist natürlich immer noch das meiste, ne, am Start. Da Aufbau ist genau das gleiche vom Stream. Mit dem kleinen Unterschied, dass jetzt halt hier noch der Laptop angeschlossen wird. Quasi der Bildschirm hier ist dann das Spiel für mich. Über den Laptop, wo Sky Go läuft. Und hier dann wieder links der ganze andere Stuff. Ne? Ich zeige euch hier mal OBS. Zeige euch mal, was hier alles drin ist. Wir haben das Thumbnail oben drin. Wir haben die Donations drin. Ich weiß nicht, warum die aus sind. Machen wir an die Donations. Das heißt, wenn da irgendeine Donation reinkommt, gar nicht geschafft, dann kommt eben dieser Alert da rein. Seite Lull ist halt wieder die Seitenkamera, die Hintertourkamera. Was ich da jetzt eingebaut habe, ist Stuttgart International. Der Gesang vom Harnik habe ich rein. Das Conference League Logo, sollte es soweit kommen, packen wir es rein. Die Fängesänge sind drin, ne? Dieses 38 Minuten Video oder sowas im Loop. Dann kommt da Reserve rein und Aufstellung kommt da rein. Schon so in der Vorlage, dass ich quasi das richtige Bild einfügen muss bei OBS und dann passt es schon von der Größe her recht gut. Kamigeschaften ist einfach nur ein Text, den gebe ich selber ein. Abos für YouTube ist ja eine Webseite. Dann hier die 1000 Ergebnisse, ne? Alles Einzeltexte, Bremen, Wolfsburg, Köln, natürlich wir. Da ist dann hier unten noch den Endstand und Halbzeit, die ich einfüge. Erste, zweite Halbzeit sind auch Videos, die halt abgespielt werden. Die erste Halbzeit geht bis zu 50 Minuten beim Video und die geht bis zu 95, also immer 5 Minuten Nachspielzeit eingeplant. Das Layout im Hintergrund ist einfach das große Ding, habe ich ja gezeigt gehabt. Tabelle ist auch eine Webseite, eingefügt quasi, die aktualisiert sich dann immer wieder. Audioeingabe, klar, mein Mikrofon und die Main-Kamera und eben mein Hintergrund. Und dann sieht es gerade so aus, weil die Main-Kamera aus ist. Was ich jetzt noch mache dann immer, ist quasi ja irgendeine dumme Pose machen eben für mein Thumbnail. Also quasi immer direkt vorm Stream. Hier noch in OBS einen Screenshot gemacht, das wird dann in die Vorlage reingehauen. Zu den Livestreams natürlich auch, ja, einen Ordner im großen AFM-Ding drin mit den Vorlagen und so weiter. Hier sind die Timecodes drin, aber mit Greenscreen später einfach dann Greenscreen entfernt wird halt, ne, im Stream, damit man nur die Zeit sieht. Die neuen Bilder hier, die ich immer reinpacke für die Hintertourkamera, wenn man es auf dem Bildschirm hier sieht, die habe ich halt auch, ne, auf den Laptop gezogen, weil der ist ja dann später mit dem Bildschirm hier verbunden. Natürlich hier auch die Vorlage für die Livestreams und ja, so sieht dann der Bielefeld-Ordner aus. Natürlich deutlich voller als die anderen, weil natürlich alle Spiele gleichzeitig sind. Livestream, Thumbnail und Bielefeld, Thumbnail ist hier am Start. Wir können mal das Word-Dokument öffnen. Das, was ihr in der Videobeschreibung immer seht, ne, wird auch hier immer aktualisiert mit den Sachen, die halt alle drin sind, alle Logos und so weiter, alle Quellen verlinkt. Ne? Genau das gleiche wie beim Gaming-Stream auch, habe ich halt auch schon da quasi die Vorlagen. Photoshop natürlich auch. Wappen, dann ist im Hintergrund farblich passend zum Verein. Dann hier das Ding, das wird ausgeschnitten, dann kommt die Tabelle da drunter gelegt. Haben auch hier die Vorlage fürs Thumbnail. Wird einfach das Bild hier reingepackt und angepasst da rechts, was ich eben dann in OBS einfach von mir aufnehme, kurz vorm Stream und dann da reinpacke fürs Thumbnail. Das Spiel eben über Sky Go über einen Laptop, über HDMI-Kabel an den rechten Bildschirm angeschlossen. Genau, und wie gesagt, da ist ja auch mein Headset angeschlossen an den. Das heißt, die ganzen Geschichten, die ich vorhin gezeigt habe, wie Fangesänge oder Donation-Sound und so, habe ich nicht auf dem Ohr. Den habt nur ihr, weil ich eben Kopfhörer rechts habe am Laptop für den Spielsound. Damit sieht das VfB-Stream-Setup ja, wie folgt aus. Wir haben hier oben das Ding. Hier mit dem Greenscreen, also alles gleich wie beim Gaming-Stream. Haben jetzt die Kopfhörer natürlich hier angeschlossen an den Laptop. Der geht hier rüber, genau der gleiche Bildschirm, ne? Geht hier rüber, da ist später das VfB-Spiel drauf.
Wir haben hier natürlich mein OBS offen, wo ich dann immer wieder hin und her switch. Ist YouTube offen hier mit dem Stream? Ist auch hier YouTube offen, um zu sehen, ne? Abonnenten dazu bekommen. Schieß mich tot hier. 1592. Vielleicht schaffen wir heute die 1600. Wäre Ehre. Und was auch noch offen ist, ist jetzt am Anfang erstmal noch die Aufstellung. Und natürlich der restliche Spieler wird ja auch mit eingetragen. So sieht's aus. Und so gehen wir in den Stream. Also mein Blick ist dann so drauf, wie immer linker Bildschirm, deswegen schaue ich öfter nach links, weil da das meiste abgeht. Da das VfB-Spiel drauf, auch das ist wieder aufgebaut, die Hintertorkamera kurz. Und dann können wir loslegen, muss noch was zu trinken einschenken, aber sonst geht's dann auch gleich schon los. Was quasi auch jetzt immer direkt nach dem Stream direkt passiert, ich mach's über... Alter, meine Stimme. Ich mach's... So klingt halt eine Stimme nach einem Stream, ne? Ich mache das einfach immer übers Handy, ne? Also schick's mir halt übers Handy auf WhatsApp, über Twitter rein. Ich zeige es aber hier auf WhatsApp Web mal. Und schick mir hier immer die ganzen Geschichten zu den Spielen halt, ne? Was so passiert ist am Spieltag. Eben für die Tweets of the Match für morgen, ne? Und halt auch manche Geschichten sind dann auch schon dabei für Podcast möglicherweise. Was jetzt passiert für die Stream-Highlights ist folgendes. Ich habe ja meinen Stream hier am Start. Exportiere den mir nicht irgendwo hin und packe mir ein Schnittprogramm und habe die 2,5 Stunden da. Nee, mache ich nämlich so, dass ich einfach auch Bildschirmaufnahmen mache von dem Stream. Mache mir es hier mein Leben quasi einfach. Ich gehe den Live-Ticker vom Kicker durch. Der ist recht beschränkt. Man kann ja auch hier Szenen machen, sie schön in ganz dick geschrieben, sind die wichtigen Szenen, wichtigen Situationen, sind sicher auch lustigerweise auch die Ergebnisse und so. Also kann ich auch das mit reinnehmen, weil unser Spiel hat ja nicht so viel geboten, sagen wir mal. Gehe den durch, schreibe mir das da raus auf dem Papier, welche Minuten ich gucken muss. Und da ich ja in meinem Stream die Minutenzahlen habe und so weiter, kann ich einfach dann hier mal meine Bildschirmaufnahme machen, durchlaufen lassen und wenn die Szene vorbei ist, Bildschirmaufnahme wieder beenden. Habe dann ganz viele einzelne kleine Clips und die haue ich rein und packe es am Ende dann zusammen in die Stream-Highlights. Genau, das ist dann der nächste Schritt. Damit wäre das Video auch schon geplant. Die Stream-Highlights haben wir recht schnell gemacht eigentlich. Ja, Spieltag ist quasi, wenn 15.30 Uhr Anpfiff ist, so Viertel nach zwei oder so, beginne ich mit meinem Aufbau und den ganzen Vorbereitungen, damit ich um 15 Uhr online bin. Dann gut, nach dem Spiel bin ich kurz bisschen Pause nach dem Spiel, kurz runterkommen. In der Zeit schicke ich mir zum Beispiel die ganzen Tweets und so weiter. Das ist auch nicht so 100% Pause. Meistens haben wir früher mal die Stream-Highlights, mal wieder einen Ticken später. Aber heute zum Beispiel bin ich jetzt um 20.30 Uhr fertig mit den Stream-Highlights hochgeladen, geplant auf 21 Uhr. Könnt ihr euch ausrechnen, wie lange so ein Spieltag dann wird. Dann werden aus 1,5 Stunden Spiel, werden 6,5 Stunden, wenn man ein bisschen Pause abzieht, 6, 5,5 Stunden oder so weiter. Ne? Und was man auch immer nicht vergessen darf, ein bisschen Kanalpflege ist immer dabei, weil jetzt ist mir zum Beispiel gerade aufgefallen beim Indie-Playlisten packen, wofür belasse ich hier diese Weekend League Playlist mit? Das ist völlig scheißegal, weil ich habe ja sowieso 2 Stück gemacht. Ich kann auch einfach ganz normal, mache ich jetzt auch in die Gaming Streams rein. Scheiß auf diese Playlist, die braucht kein Mensch. So, auch einfach in die Gaming Streams rein, dann kann man sie wieder rauslöschen. So ein bisschen Kanalpflege ist immer dabei. Immer gucken, was kann man verbessern, was kann man ändern. Solche Geschichten, ne? Playlist können wir jetzt auch löschen. Zack. Sowas ist natürlich auch immer wieder im Hintergrund am Laufen. Das Video läuft jetzt hier, will es überprüfen. Hoffentlich reicht es von der Uhrzeit bis 21 Uhr mit dem Monetarisierungsprüfung. Und so weiter. Ist aber nicht so lang, deswegen soll es eigentlich passen. Auf 21 Uhr geplant und dann natürlich da wieder ganz normal auch auf dem Handy dann auf Instagram verbreitet, die Story und so weiter und so fort, wie ihr es ja schon mal gesehen habt. Ja, dann ist der Spieltag durch. Und was natürlich auch manchmal vorkommt, wo ich immer kurz zügeln muss, die Comment auszuticken, weil es einfach nervig ist. Ich sehe hier vor mir 6 Dateien, die ich von meiner Kamera vom Nachbericht hingezogen habe, weiß aber schon im Hinterkopf, ey Bruder, du hast doch 7 Audiodateien. Und dann fällt dir auf, yo, in diesem Beispiel, ja, passiert nicht häufig, aber passiert schon manchmal, wegen der Unkonzentriertheit, whatever, oder einfach nicht mitbekommen, dass die Kamera halt nicht diesen Sound macht, den sie normalerweise macht, wenn man halt draufdrückt und damit es aufnimmt. Und ich merke, yo, in diesem Fall super, Man of the Match Voting, kannst du nochmal rübergehen, kannst du nochmal aufnehmen. Da ist dann zumindest dann der Vorteil, dass ich es immer, ja, erst quasi schneide den ganzen Bums, bevor ich wieder aufräume. Das heißt, das Zeug ist immer noch hier, steht alles da und ich muss nicht mehr komplett nochmal alles aufbauen.
immerhin das trotzdem nervig für eine Minute, anderthalb Minuten, die ich bei Man of the Match Voting ja verkackt habe, auf Aufnahme zu drücken. Und was auch ja wirklich quasi gar nie passiert, aber heute passiert ist, das keine Ahnung, wieder nächste Vorführeffekt, ist mir aufgefallen, ja, du hast zwei Schnittfehler drin, du hast einmal vergessen, hier das Bild für die beiden Kollegen reinzufügen und irgendwo noch irgendwie ein dummer Atmer drin oder irgendwie ein richtig komischer Übergang ist, will ich so nicht drin lassen, heißt, Video nochmal an den zwei Stellen ändern, nochmal raus exportieren und dann ist es ja nervig, aber ja auch schnell gemacht, weil ist ja so hochgeladen, das heißt, du lädst einfach das Video nochmal hoch, kopierst aus dem alten Video alles da rein ins neue Video, damit es genau das gleiche ist und löscht das alte Video raus, das gleiche auch auf Spotify. Nervig, unnötige Zeit, die es nochmal aufwendet, aber vielleicht hat es jetzt einfach für den Vorführungseffekt das nochmal gebraucht, aber jetzt wird nochmal neu geplant. Was hier schön zum Abschluss von dem Video noch Cooles passiert ist. Ich habe das rausgehauen, 5 Jahre AFM, wisst ihr ja auch Bescheid. Auf Twitter kriege ich quasi keine Likes, niemand reagiert drauf. Auf einmal sehe ich da, Team YouTube schreibt, herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum zurück. Bruder, auf einmal gesagt, verifiziert, das ist das offizielle Team YouTube. 1,1 Millionen Follower. Vielleicht finden es manche irgendwie nicht so special, aber ich finde das ultra krass, what the fuck. Wie cool ist das denn, Mann? Schön, cooles Ding. Wurde natürlich direkt retweetet. Heftig, Mann. Cool. Weil, wie gesagt, die sind nicht mal verlinkt oder so. Aber nur der Hashtag YouTube drin. Ich habe nicht mehr verlinkt, die Kollegen. Hä, sau cool. Damit sind wir am Ende angekommen von dieser Woche. Also auch am Ende mit dem Fazit, wie lange wir gebraucht haben. Wir stehen in dieser Woche bei 30 Stunden und 30 Minuten rund um meinen ganzen YouTube-Stuff. Heute suche ich natürlich den Nachbericht noch am Sonntag. Hier der Schnitt, der lang gedauert hat, weil es einfach der Rohschnitt ist von diesem ganzen Riesenwerk hier, was ja dieses Video hier wird. Ne? Das wird ja auch noch am Ende hinzugefügt natürlich. Und auch schon Layout-Vorbereitungen für meine Reaktion auf die Saisonprognose, die ja auch in derselben Woche kommt wie dieses Behind-the-Scenes-Video hier. Genau, also da können wir mal den Arbeitsaufwand circa abschätzen. War wieder mal einiges zu tun in der Woche. Deswegen, auch wenn es schade ist, wenn der VfB jetzt mal ja, eine Zeit lang keine VfB-Streams kommen, Reaction-Streams und so weiter, ist es doch auch ganz nett, dass er mal ein bisschen jetzt ja wieder ein bisschen ruhiger wird und der Arbeitsaufwand da ein bisschen runterkommt, auch wenn es jetzt beim Studium auf, ich sag mal, die produktive Phase geht, in Richtung Prüfungsphase, irgendwann eine Abgabephase, weil da fließt schon einiges Zeit rein und wie gesagt, ist kein richtiger Nebenjob. Ne? Ich verdiene mittlerweile gefühlt 1-2 Taler im Monat damit, aber ist jetzt nicht vergleichbar mit einem anderen Nebenjob, den man in der Woche 30 Stunden ausführen würde, nur das, um das nochmal in die Perspektive zu setzen, was da immer so reinfließt. Und damit war es das von dem Video. Ein Tick länger geworden. Klar, ich hoffe, es hat trotzdem ein paar Leute euch interessiert. Und gerne auch in die Kommentare damit, wenn es was gibt, wo ihr sagt, hey, das war echt interessant, aber kam mir ein bisschen zu kurz oder das kam mir gar nicht drin vor. Wenn ich irgendwo noch genauer eingehen soll auf irgendwelche Schritte, sehr gerne schreiben. Dann können wir das auch vielleicht nochmal in irgendeinem anderen Video behandeln. Sonst vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.